Oh, guckt euch diese Untermenschen an. Sie sind noch fürs Baumwollpflücken gut genug und wir, der britische Anglosaxen-Übermensch. Jetzt der Punkt gekommen, wo man sagt: Nein, jetzt für alle Zeiten, für alle Ewigkeit möchten wir die Industrialisierung beenden. Deutschland war im Dritten, nicht im Dritten Reich, ja. Das war dann natürlich die Beendigung des Liberalismus, der Handelsfreiheiten, der persönlichen Freiheit. In Deutschland war im Dritten, nicht im Dritten Reich. In Deutschland war im Dritten, nicht im Dritten Reich. In Deutschland war im Dritten, nicht im Dritten Reich. Und diese Reichsmythen werden auch regelmäßig schön widerlegt, unter anderem auch von sehr, sehr patriotischen unter anderem auch von sehr, sehr patriotischen Ex, sehr, sehr patriotischen Ex, sehr, sehr patriotischen Ex, patriotischen Experten. Das war dann natürlich die Beendigung des Liberalismus, der Handelsfreiheiten, der persönlichen Freiheit. Deswegen finanzierte man ja die NSDAP und Hitler durch große amerikanische und britische Banken und auch deutsche großindustrielle Konsortien, die aber ihrerseits wiederum Töchterfirmen waren von amerikanischen Konzernen. Im Deutschen Reich. Im Deutschen Reich. Das Deutsche Reich war relativ liberal, Preußen war auch relativ liberal im Vergleich zu vielen anderen Flecken der Welt. Und das war eben die große Gefahr. Wirtschaftsmacht, Freiheit, persönliche Freiheit, Eigentum, oh Gott, das Weltimperium ist in Gefahr. Und es ist nicht zwingend ein britisches Weltimperium. Also man kann hier nicht nur die gleichen genetischen Wurzeln der Deutschen und der Briten hier aufzeichnen, genauso wie die Franzosen teilweise. Und es ist nicht zwingend ein britisches Weltimperium, also man kann hier nicht nur die gleichen genetischen Wurzeln der Deutschen, der Briten hier aufzeichnen, genauso wie die Franzosen teilweise. Genauso wie die Franzosen teilweise. Generell Europäer. Aber die britischen Royals, weil neuere Stories die alten verdrängen, das ist wieder eine ganz tolle Royal-Hochzeit und das sind die erleuchteten Kreise. Der erste wichtige Delbrück war aus den erleuchteten Kreisen, sein Lehrmeister war aus illuminierten, erleuchteten Strömungen. Auch dieser Herr, ein Niemeyer, ein gewisser Niemeyer, war Illuminati. Der war dieser Strömung zugehörig. Also wir kriegen langsam ein relativ komplettes Geschichtsbild. Aber man möchte uns nicht nur die ganze Welt. Das ist nicht nur ein deutsches Thema, das ist nicht nur ein britisches Thema, sondern die britischen Royals und viele von diesen Bankerfamilien kommen aus Osteuropa. 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 Generell Europäer, Rumänien teilweise, also dann, das sieht man den auch ein bisschen an. Rumänien teilweise, also dann, das sieht man den auch ein bisschen an. Ich meine, wir sind alle irgendwie sehr, sehr ähnlich genetisch, auch wenn viele Leute das nicht wahrhaben wollen. Ich meine, wir sind alle irgendwie sehr, sehr ähnlich genetisch, 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 genetisch. Dunkle Haare, grüne Augen und so weiter und so fort. Praktisch Untermenschen. Also das ist der Weg. Das heißt, diese Leute sind nicht irgendeiner Nation zugehörig, sondern nur ihrer eigenen Clanstruktur und ihrer eigenen kranken Psyche. Ja, sie sind defekte Menschen. Also man kann über die Zivilisation schimpfen, wie man will. Das Problem an der Zivilisation sind Untermenschen. Untermenschen sind Geisteskrankheiten. Man kann einem völlig gesunden Menschen noch einen Nuklearreaktor anvertrauen. Das kommt eben auf den Menschen an. In dem Sinne ist Iran wirklich schon allein von der Wirtschaft her eine große politische Bedrohung für das westlich imperialistische Modell. Ja, nee, ist klar. Also, wir haben. Und die Briten, natürlich nicht die einzigen, aber natürlich bekannt für ihr Tavistock-Institut und so weiter. Also die besten der besten der besten Verhaltensforscher, Verhaltenspsychologen an den Top-Unis der Welt zu Hause, Cambridge, also die britischen, die amerikanischen, Brown, Columbia.
Da kommen diese Leute her und die haben den Menschen studiert. Und zwar nicht nur den modernen Menschen, sondern auch die Natives, die Untermenschen, Aborigines, die ganzen möglichen eingeborenen Stämme und Clans, die heute größtenteils noch so leben wie früher. Man hat sie einerseits bekämpft, aber später dann in der Kolonialphase hat man sie untersucht, weil man herausfinden wollte, wie Menschen tatsächlich ticken und wie man Dinge vielleicht auf die größere Bevölkerung anwenden kann, die generelle Bevölkerung. Deswegen ist das Testen auch so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, absolut verlässliche Methoden zu entwickeln, um diese Leute zu identifizieren. Und was haben wir nicht alles schon gesehen? Dass den Abstieg der Logik, den Abstieg des Denkens, Magical Thinking, also das irrationale Denken, ist nicht nur in irgendwelchen Stämmen zu Hause, wo dann die Briten gesagt haben oder auch andere Kolonialherren gesagt haben, oh, guckt euch diese Untermenschen an, sie sind noch fürs Baumwollpflücken gut genug und wir, der britische Anglo-Saxon-Übermensch, das waren diese Zeiten. Magical Thinking, also das irrationale Denken, ist nicht nur in irgendwelchen Stämmen zu Hause, wo dann die Briten gesagt haben oder auch andere Kolonialherren gesagt haben, oh, guckt euch diese Untermenschen an, sie sind noch fürs Baumwollpflücken gut genug und wir, der britische Anglo-Saxon-Übermensch, das waren diese Zeiten. Wir sind geboren, destined to rule, und wir natürlich dann mit unserem Freimaurertum sind, also wir sind im Vergleich zu diesen Untermenschen wie ein Mensch im Vergleich zu einem Viech. Das ist so die Denkschiene. Also wir sind im Vergleich zu diesen Untermenschen. Das Problem war, dass dass Großbritannien in den letzten 300 Jahren, also in dieser wichtigen Phase des British Empire, das dann verschmolzen ist mit anderen wichtigen Playern, man benutzte eine Politsekte, also eine Mischung aus Geheimdienst und absolut hirnrissige Sekte, nämlich das Hochgrad-Freimaurertum, benutzte man als Kontrollmechanismus, und man findet dort in dem Hochgrad-Freimaurertum und in verbandelten, okkulten, esoterischen Lehren, man findet dort genau das gleiche Magical Thinking wie in den Stämmen. Ja, nee, ist klar. Also, wir haben es zu tun mit Irrationalität, die existieren kann, neben einem gewissen Maß an Rationalität und Logik. Und dann sehen wir eben Zivilisationen, nicht nur unsere heutige, sondern auch, das war jetzt der falsche Einspieler, sehen wir Zivilisationen heute und damals mit dieser Dualität. Wir sehen halt eben teilweise, was für gigantische Leistungen erbracht werden, aber unter der Führung von geistig kranken, verkommenen Eliten. Also praktisch Untermenschen. Untermenschen. Also wir sprechen vom alten Ägypten, wir sprechen von Babylon, wir sprechen von den Phöniziern, wir sprechen von Südamerika, Mittelamerika, Afrika, überall, Asien, überall das Gleiche. Untermenschen. Erstaunliche Zivilisationen, aber sehr, sehr kranke Eliten, genau das Gleiche wie heute. Genau, hier schreibt uns jemand, hallo, bitte lasst diesen Versuch, die ungeklärten Fragen der Menschheit zu erklären, ohne euch damit wirklich auseinandergesetzt zu haben. Erklär doch mal, wie die Pyramiden erbaut wurden, die Präzision, die wir heute definitiv nicht hinbekommen, oder Artefakte, die nicht herstellbar sind. Naja, bitte, Leser, Film gucken. Und der Film bezieht sich halt auf sehr, sehr viele Studien und Wissenschaftler und Leute, also das Ganze ist nicht einfach so zusammengestückelt. Das heißt, du verstehst etwas grundsätzlich falsch und wirfst alle möglichen Dinge durcheinander. Da du vieles noch überhaupt nicht verstanden hast, wahrscheinlich halluziniert hast oder zumindest religiös geglaubt hast, ist es gefährlich, Schlüsse zu ziehen, ohne die Hintergründe von Wissenschaft, Spiritualität und Geometrie zu erkennen. Wie ein Zuseher mal im Kommentar beschreibt, Schuster, bleib bei deinen Leisten, die Ausführungen seien Bullshit, geht dir am Arsch vorbei, ich weiß. Naja, ich mache den Versuch, beziehungsweise ich lege meine Sicht der Dinge dar, genauso wie Chris White, und schon kommt ein Kommentar, wo es heißt, tu das nicht. Was denkst du über das Phänomen Jesus? Also ich sage mal, für mich brauche ich jetzt nicht unbedingt Religion als Urquell von Moral. Also wer das Christentum wirklich hasst, wird es nicht offen kritisieren, sondern wird sagen, ich bin der Vorzeige-Christ, ich bin eigentlich heimlich Freimaurer und
Also das ist ein Unterschied zu sagen, ja, mach das ruhig, ich habe eine andere Meinung als du. Es ist ein Unterschied, wenn man sagt, tu das nicht. Oder du weißt ja gar nicht, wovon du redest. Ich weiß ja wohl, wovon ich rede. Das Argument, was die meisten immer anbringen, zieht nicht, nämlich dass du musst erst Drogen genommen haben und auf diesem religiösen Trip sein, um es zu glauben. Genauso gut könnte nämlich ein Scientologe argumentieren und sagen, naja, wenn du nicht erst Mitglied, wenn du kein Mitglied bist, kannst du bei uns nicht urteilen. Völliger Schwachsinn. Oder ein Gehirnchirurg muss selber mal unter dem Messer gelegen haben, um seinen Job machen zu können. Völliger Schwachsinn. Es ist halt, ja, völliger Schwachsinn. Es ist halt das spannende Abenteuer, Morpheus und Matrix. Nimm die rote Pille, nimm die Droge, nimm die Droge, nimm die Droge. Und dann das altbekannte, auch vom Matrix-Macher, der eigentliche Matrix-Schreiber, Grant Morrison mit seinen Comics, der noch zehn Jahre lang Drogen genommen hat, wie ein Verrückter. Der dann geht das alte Argument runterleiert, naja, das... Jemand, der das nicht erlebt hat, das ist ja genauso, wenn ich jemanden beschreiben will, wie es ist, einen Truthahn zu essen oder Sex zu haben. Die Beschreibung ist völlig nutzlos und nur das es selbst zu machen, ist wirklich interessant und erhellend. Wie gesagt, dann können wir uns die ganze Forschung über geistige Krankheiten sparen oder Serienkiller sparen, weil der Ermittler müsste dann selber Leute umlegen und Lampenschirme aus deren Haut machen, um zu verstehen, wie diese Leute ticken. Und dann können wir uns die ganze Forschung über geistige Krankheiten sparen oder Serienkiller sparen. Der Ermittler müsste dann selber Leute umlegen und Lampenschirme aus deren Haut machen, um zu verstehen, wie diese, um zu verstehen, wie diese, um zu verstehen, wie diese, wie gesagt, Logik hilft. Logik hilft. Also, das ist jetzt natürlich reine Spekulation. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein paar Denkanstöße gegeben. Wie gesagt, wenn es religiös wird, wenn Leute also keine Distanz mehr haben zu einem gewissen Thema oder Sichtweise, wenn es religiös wird, dann ist es natürlich dann schwieriger, objektiv zu bleiben für viele, um zu sagen, naja, ich beobachte das oder ich zelebriere das, aber ich habe immer eine gesunde Skepsis, ich habe immer einen gesunden Abstand. Ich meine, ich habe das jetzt 10-12 Jahre lang beobachtet und es ist halt immer sehr, sehr ausgrenzend. Also wenn du nicht Teil davon bist, bist du nichts wert. Eigentlich im Inneren will er bestraft werden, denn er weiß ganz tief im Inneren, er ist wertlos. Du bist halt unerleuchtet, du bist quasi, ja, Dreck. Untermensch. Das findet man sehr, sehr häufig. Außerdem natürlich immer die Werbung nach außen. Wir sind völlig offen, wir sind religiös völlig offen und so. Aber natürlich letztendlich will man Leute aus anderen existierenden Religionen rekrutieren, sie dann natürlich dann ummodeln, umverändern, transformieren in die gewünschte Richtung. Naja, bitte, wie gesagt, Film gucken. Naja, bitte, wie gesagt, Film gucken. Naja, bitte, wie gesagt, Film gucken. Ich mache den Versuch, beziehungsweise ich lege meine Sicht der Dinge dar, genauso wie Chris White. Ich lege meine Sicht der Dinge dar, genauso wie Chris White. Genauso wie Chris White. Genauso wie Chris White. Genauso wie Chris White. Ich mache den Versuch, beziehungsweise ich lege meine Sicht der Dinge dar, genauso wie Chris White. Außerdem natürlich immer die Werbung nach außen. Wir sind völlig offen, wir sind religiös völlig offen und so. Aber natürlich letztendlich will man Leute aus anderen existierenden Religionen rekrutieren, sie natürlich dann ummodeln, umverändern, transformieren in die gewünschte Richtung. Das Ganze wird ungefähr so sein wie in Avatar, in diesem berühmten James Cameron Film. Also einerseits irgendwie Hightech, andererseits Buschleben. Also wir leben alle wie in den Büschen, wie im Urwald. Aber wir sollen glücklich sein, weil wir sitzen dann alle da und sind mit Mutter Natur verbunden und halluzinieren und sitzen dann im Schneidersitz da und sind alle völlig zufrieden. Schlaf, mein Kindchen, schlafe ein. Die Nacht, sie schaut zum Fenster rein. Der runde Mond, er hat dich gerne und leuchten dir die Sterne. Schlaf, mein Kleines, träume süß, bald bist du im Paradies.
dies, denn gleich öffnet sich die Tür und ein Monster kommt zu dir. Mit seinen 11 Augen schaut es dich an und schleicht sich an dein Bettchen ran.